Ich bin sowieso so ein Planer in die Zukunft, das mache ich gerne. Und wir wollten keine Situation haben, wo wir ein Feldbett bei uns im Wohnzimmer aufschlagen müssen. Oder ganz kurzfristig sagen, ja, jetzt musst du in ein Altenheim, jetzt geht's nicht mehr. Also das war jetzt ein Grund, warum wir uns eigentlich ganz schnell entschieden haben, jetzt machen wir das. Vor 20 Jahren haben wir das Haus der Schwiegereltern übernommen, umgebaut, aufgestockt, um unsere Kinder, wenn sie mit Familie kommen, auch unterzubringen. Und wir fühlen uns wohl, wir wohnen stadtnah. Und wir haben uns voriges Jahr überlegt, dass wir unsere Mutter zu uns nehmen. Sie ist in die obere Etage gezogen, die haben wir ein bisschen hergerichtet. Ja, es gab eine Situation, da saßen wir in gemütlicher Runde zusammen, haben Kaffee getrunken, unser Sohn war da und meine Mutter verabschiedete sich und wollte nach oben gehen und unser Sohn hat beobachtet, wie die Oma sich an den Treppengeländer hochgehangelt hat und sagt, um Gottes Willen, was ist mit der Oma los, wie soll das weitergehen? Und da haben wir eigentlich erstmal angefangen und diskutiert und überlegt, was kann man machen und wie können wir eine Lösung finden? Und dann kam die Idee mit dem Treppenlift und Familienrat hat beschlossen, ja, gleich und sofort. Also alle waren der Meinung, es muss was passieren, wir wollen es gar nicht auf die lange Bank schieben. Ich bin 1930 geboren und das Alter bringt nun auch Gebrechen mit sich. Eine Erleichterung ist dieser Treppenlift geworden, denn es wurde doch schwieriger, die Treppe hochzukommen. Was ich auch toll fand, als der Herr von Hiro bei uns war, der hat uns erklärt, das ist zwar so eine freischwebende Holztreppe, er sagt, das ist überhaupt kein Problem, da muss nicht gebohrt werden, das ist eine tolle Sache. Wenn man einen Pflegegrad hat, gibt es ja einen Zuschuss von der Krankenkasse oder von der Pflegekasse und da hat uns auch der Verkäufer von Hiro darauf hingewiesen und uns auch gesagt, dass er uns bei der Beantragung behilflich ist, denn dieses Formular ausfüllen und Hin- und Her-Schriftverkehr, wir haben das Formular dann zur Unterschrift bekommen und irgendwann waren dann die 4.000 Euro auf unserem Konto. Das war natürlich optimal und stressfrei. Ich komme gut damit zurecht. Ich habe keine Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen. Die Geschwindigkeit ist in Ordnung. Ja, ich habe Zeit, mir die Bilder anzugucken.